Frank Leder ist mein Name und zusammen mit meiner Frau, der Gräfin von Kalkreuth, habe ich vor ungefähr 25 Jahren die Touchlife-Methode begründet. Mal recherchiert, als wir uns für unser Buch ein bisschen vertieft haben in das Thema und sind darauf gestoßen, dass also überall auf der Welt, auch in anderen Kulturkreisen, Spuren von Massage als Anwendung, als Heilmethode zu finden sind. Das, was man dazu braucht, hat ein gesunder Mensch eigentlich immer dabei. Seine zwei Hände. Der Körper, jedes Menschen Körper, wird dann als Tempel dieser Seele gesehen. Also etwas ganz Geheiligtes. Und ich finde das schön, das auch mal so zu betrachten, dass quasi der Körper, wenn er berührt wird, immer noch ein bisschen mehr sein kann, viel, viel mehr sein kann, als nur quasi ein funktionierender Apparat. Und bei einer ganzheitlichen Behandlung, wenn es um Wellness geht, so in dem tieferen Sinne, da ist also ein langsames Tempo ganz, ganz wichtig. Sozusagen den Weg spüren und nicht nur das Ziel sehen. Der Masseur, der arbeitet mit einem lebendigen Menschen und der lebendige Mensch bleibt nie so, wie er gerade ist, sondern der verändert sich ständig weiter. Aber der Behandler möchte am Schluss ein Gesamtbild hinterlassen, was eine gewisse Harmonie hat, wo also nicht nur so fragmentiert ein Behandlungsgebiet gesehen wird, wo der Hauptauftrag war oder wo der Schmerz vielleicht gesagt hat, bitte da tut's weh, sondern dass man das auch immer in Beziehung setzt, dass man quasi den ganzen Menschen in seinem ganzen Körperraum sieht. Meiner Meinung nach eine fachgerechte Massage, die, wo sich Technik, aktivierende, stimulierende Handgriffe mischen mit den ganz, ganz einfachen, ruhigen Berührungen. Und wie die im Konkreten dann für jeden Mensch oder für jedes Körperteil platziert und gemischt werden, das ist total individuell. Also das muss der Behandler immer wieder neu herausarbeiten, indem er sich auf den Mensch einlässt, indem er ihn im Vorgespräch befragt, gut zuhört, indem er ihn genau beobachtet und natürlich dann in der Massage selber auch, in der Interaktion, auf seine inneren Impulse achtet. Und ich bin selbst Fachmann, also ich habe die in Deutschland staatlich anerkannte Ausbildung zum Masseur absolviert und ich habe auch eine sehr, sehr gute, ganzheitlich ausgerichtete Therapieschule besucht in Kalifornien, das Hartwood College for the Natural Healing Arts, und habe sozusagen den Massageberuf so von zwei Seiten erlernt. So klassisch medizinisch orientiert und auch ganzheitlich, mehr psychologisch betrachtet, die Aspekte von Körperarbeit, die nicht nur sich mit Haut und Knochen und Gewebe befassen, sondern eben auch so mit dem Menschlichen, was in dem Körper lebt und schwingt. Besonderer an unserer Schule ist, und dafür ist sie auch mehrfach ausgezeichnet worden, ist, dass man bei Touchlife nicht nur mit dem Kopf lernt, sondern mit allen Sinnen. Das bedeutet, dass man als Schüler dieser Methode vor allen Dingen auch selbst alle Behandlungsmuster erfährt. Und die Ausbildung ist selbstverständlich auch fachlich sehr fundiert. Dazu gehört auch Unterricht in Anatomie und Physiologie und natürlich viele, viele handwerkliche Massagegriffe, die man erstmal auch in die Hände reinbekommen muss, weil die Grundlage einer guten Massagearbeit ist Handwerk. Aber es geht darüber hinaus natürlich auch um ein psychologisches Verständnis und einen respektvollen und achtsamen Umgang mit dem Menschen. Und die ganze Massagearbeit ist idealerweise von Mitgefühl getragen und so diese innere Grundhaltung, die letztendlich den Beruf eines solchen Behandlers auch für lange Zeit tragen,
die leben wir unseren Schülern vor und diese Grundlage geben wir ihnen durch die Ausbildung zum Touch-Life-Praktiker auch mit. Dann haben wir zwei Bücher geschrieben für alle, die zu Hause auch gerne mit Familie oder Partner die ersten Massagegriffe nach einer guten Anleitung selber ausprobieren wollen. Und dann ein allgemeines, fachübergreifendes Buch, Glücksgriffe, in dem wir genau erklärt haben, warum Berührung wirkt. Der Leitsatz der Touch-Life-Methode ist Bewusstheit für Körper und Geist. Und da ist ein Spannungsbogen aufgebaut, der aufzeigt, dass es bei einer fundierten Behandlung, die sich wirklich an den Menschen wendet und ihm Hilfestellung gibt in Zeiten, wo es ihm nicht so gut geht, wo immer verschiedene Ebenen auch betrachtet werden müssen, der Körper und der Geist. Und in der Massagebehandlung nach Touch-Life schaffen wir das auch. Und dabei spielt auch ein gewisses Tempo, ein bestimmter Rhythmus eine wichtige Rolle, nämlich ein langsamer Rhythmus. Geschwindigkeit und Hektik haben die meisten Menschen ohnehin zu viel in ihrem Leben. Und das muss dann in der Massagebehandlung sozusagen ausbalanciert werden.